Hinter mir die Allianz Arena, eines der größten Fußballstadien Europas. Solche Fußballstadien sind echte Hotspots in unserem Netz, weil hier muss an Spieltagen für Zehntausende von Leuten in relativ kurzer Zeit sehr viel Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Das passiert auch, aber was ist eigentlich an Tagen wie diesen, wenn nichts los ist? Läuft dann das Stadion auf volle Pulle? Wir klären das. Wir klären heute, ob es einen Stromsparmodus im Mobilfunknetz gibt. Aber du weißt, wie viel Strom wir im Netz verbrauchen bei der Telekom. Ich habe jetzt zu Hause einen Stromzähler im Keller. Da kann ich sehen, was da passiert. Aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass du bei der Telekom in der Zentrale im Keller sitzt und auf irgendeinem großen Zähler stierst. Zum Glück nicht. So ist es nicht. Wir haben 2021, Anfang des Jahres, haben wir ein Dashboard ins Leben gerufen, wo wir jeden Standort in ganz Deutschland genau nachvollziehen können, was er wann an Energie verbraucht hat, um so auch wirklich Transparenz in unser Netz zu schaffen und wirklich einfach eine Verbesserung darzustellen. Und die Verbesserung fängt an, wir müssen den Ist-Stand erfassen und dann immer besser und besser werden und können so auch weniger Energie verbrauchen an den einzelnen Standorten. Kannst du mir mal zeigen, was du für Daten siehst? Hier sehen wir beispielsweise alle Standorte in komplett München. Hier sehen wir auch den kompletten Leistungsbedarf, das heißt, wie viel Energie. Sind das Live-Daten? Nein, das sind Demo-Daten, denn die wirklichen Live-Daten dürfen wir nicht nach außen geben. Und hier beispielsweise sehen wir den Tages- und Nachtzyklus. Das ist relativ spannend, weil am Tag mehr Menschen nach außen gehen, mehr Menschen unser Netz nutzen. Hier sehen wir auch dementsprechend den Energieanstieg. Ja. Wir haben alle Daten in Halbstunden Genauigkeit gespeichert, und zwar seit 2021. Das sind mittlerweile über 5 Milliarden Datensätze an Energiedatensätzen, die wir wirklich auswerten. Ja. Und hier sehen wir es auch nochmal granular, weil wir haben ja verschiedene Technologien bei uns im Netz im Einsatz. Und die haben auch verschiedene Techniken, die sie nach außen senden. Und hier sehen wir es auf den verschiedenen Techniken nochmal unterteilt, wie viel jede Technik auch wirklich verbraucht für uns im Netz. So können wir dediziert reinschauen und auf diesen Techniken dann dediziert auch optimieren und Energie einfach verbessern. Und du kannst jetzt jeden einzelnen Standort anklicken und gucken, was dort an Energie verbraucht wird. Genau. Und das wirklich auf tagesgenauer Basis und stundengenauer Basis. Wir können da sehr tief reinschauen, um so auch kennenzulernen, wie sich wirklich die Energie verhält an den verschiedenen Standorten. Mhm. Denn die ist relativ dynamisch. Weil umso mehr Kunden und mehr Traffic tatsächlich in einer Zelle passieren, desto höher wird der Energieverbrauch der Zelle dann auch werden. Ja. Ich meine, schau dich mal um. Wir sind hier in der Allianz Arena, 75.000 Zuschauer. Wenn die alle gleichzeitig hier aktiv sind, dann sehen wir einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch auf einmal. Beispielsweise können wir tatsächlich auch detektieren, wenn beispielsweise Tore fallen. Wenn wir auf eine genaue, granulare Ebene gehen, dann sehen wir, dass Tore gefallen sind, weil Leute ihr Handy holen, die Momente teilen und letzten Endes den Energieverbrauch leicht anheben. Kannst du mir das mal zeigen, wie so ein Fußballspiel der Verlauf sich dann darstellt mit dem Stromverbrauch? Ja, kein Problem. Also hier sehen wir beispielsweise jetzt genau, was wir getestet haben. Hier haben wir verschiedene Software-Features bei uns im Netz eingebracht, hier in der Allianz Arena, um festzustellen, wie viel Energie wir einsparen können. Und hier, du siehst die Peaks mit den Logos, mit den jeweiligen Spielen und den komplett ausgekauften Stadion, wie viel Energie das tatsächlich auch immer verbraucht hat. Und bei den Peaks sehen wir, das waren wirklich die 90 Minuten Spiel. Das war der hohe Energieverbrauch, der hier auch in der Allianz Arena benötigt wurde, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Energiesparfeatures bei uns im Netz eingebracht. Und hier sehen wir die Tests da unten. Das war das erste Feature. Hier sehen wir die Energie nach unten gehen. Und zwar auch in der Zeit, wo niemand hier im Stadion ist. Auch hier haben wir Energie gespart. Das sind hier verschiedene Features, die wir ausgetestet haben. Die haben wir jetzt mittlerweile hier in der Arena kombiniert und im ganzen Netz der Deutschen Telekom auch ausgerollt und dementsprechend optimiert. Wie schnell reagiert denn der Standort darauf, wenn wieder Last da ist? Wir arbeiten hier mit den Herstellern gemeinsam, denn die bieten uns Möglichkeiten für Software-Features. Wenn ein Kunde in eine Zelle kommt, dann registriert das die Zelle selbst für sich und fährt ihre komplette Kapazität hoch oder beziehungsweise die Kapazität, die der Kunde gerade in dem Moment braucht. Das heißt, der Kunde merkt davon eigentlich nichts, wenn er eine Zelle betritt, die bisher in diesem Energiesparmodus gelaufen ist, weil es dann sofort reagiert, wenn er sich ein Handy nehmen würde und anfangen würde zu streamen oder so. Genau, genau so ist es.
Okay, das ist natürlich echt ein Fortschritt, weil ich weiß, wo ich damals das erste Mal hier in der Allianz Arena war und wir so eine Führung hatten, da waren wir auch hier in den Technikräumen und damals war es noch so, dass man gesagt hat, ja, hier wird Kapazität für 75.000 Leute konstant bereitgehalten. Mhm. Und das ist natürlich echt eine wahnsinnige Spannung. Und das machen wir nicht nur an der Allianz Arena, sondern wir machen es überall. Genau, in der Allianz Arena haben wir das getestet, weil wir hier ein relativ gutes Testgebiet hatten. Das heißt, alle zwei Wochen 75.000 Menschen, wo wir kontrolliert draufschauen können, wo wir kontrolliert wissen, wann Menschen reinkommen und es dementsprechend auch notfalls ausschalten können. Und dann haben wir es aber in ganz Deutschland ausgerollt und dementsprechend die verschiedenen Standorte gemonitort und konnten so insgesamt um die 5% Energie nur mit den Software-Features bis jetzt einsparen und konnten so auch unser CO2-Ziel einen Schritt näher kommen. Auch wenn wir neue Hardware einführen, das passiert ja wirklich kontinuierlich an ganz verschiedenen Standorten, sehen wir auch direkt live, wo und wie viel Energie tatsächlich an diesem Standort mehr verbraucht oder weniger verbraucht wird teilweise. Das läuft über alle Mobilfunkstandards, dieses Programm? Also wir führen es bei 4G, ist es zum Großteil eingeführt. Wir schauen uns 2G und dann auch 5G an. Okay. Jetzt haben wir gerade 3G abgeschaltet. Mhm. Welche Auswirkungen hatte das im Netz? Also wir waren eigentlich der Meinung, es sollte gar keine Energieeinsparung haben. Weil letzten Endes, wir haben von 3G die Frequenz abgeschaltet, haben die bei 4G hinzugefügt, um einfach ein höheres Spektrum zu bedienen. Ja. Und wir waren uns relativ der Meinung, es sollte nichts passieren. Aber waren relativ, doch erstaunt, dass wir gesehen haben, wie viel Energie das tatsächlich eingespart hat. Und dann sind wir noch mal tiefer ins Energiedashboard rein, haben uns mit unseren Experten unterhalten und haben dann wirklich rausgestellt, na klar, 4G ist viel, viel effizienter auf den Megabyte gesehen als 3G. Wenn du dir jetzt einen Film über Netflix angeschaut hättest auf 3G und nicht auf 4G, dann hätte ich weniger Energie verbraucht, obwohl wir den gleichen Film anschauen. Wie viel Energie habt ihr denn dann jetzt eingespart? Also wir sind aktiv wirklich dabei, seit 3 Jahren Energie einzusparen und das überall im ganzen Netz. Ja. Und da haben wir auch verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Eine haben wir vorhin gesehen, wir haben Energie aktiv in der Allianz Arena und in den Mobilfunkstationen eingespart, gehen aber tatsächlich noch ein bisschen weiter. Im kompletten Mobilfunkareal haben wir insgesamt 66 Gigawattstunden in den letzten 3 Jahren eingespart. Mhm. Und das haben wir über 15 verschiedene Maßnahmen tatsächlich geschafft. Und ein paar davon habe ich dir heute vorgestellt. Ach ja, und eine Maßnahme kann ich dir noch zeigen. Und zwar müssen wir in einer von unseren 2 Betriebsräumen gehen. So, ja? Komm mal mit. Okay. Das sind übrigens die Gleichrichteranlagen, die wir vor Anfang des Jahres mal in einem Video gezeigt haben, wie wir die im großen Maßstab in den Betriebsstellen gewechselt haben. Das Video habe ich euch oben verlinkt. Markus, ich habe dich jetzt hier noch mit runtergenommen in den 2. Betriebsraum. Hier haben wir eine neue Klimaanlage installiert und die wollte ich dir unbedingt mal zeigen. Die Klimaanlage ist im Gegensatz zu der ersten Klimaanlage, die hier installiert war, 85% effizienter. Und das machen wir so, dass wir von außen die frische Luft ansaugen. Ja. Und komm mal mit runter, ich zeig dir mal was. Die frische Luft wird dann hier unten nach oben gepumpt und in die Server reingepumpt. Das heißt, wirklich die kühle Luft geht unten durch, kühlt unsere Technik. Ja. Und anschließend wird oben die warme Luft wieder nach außen gepumpt. Und so haben wir ein besseres Raumkonzept, besseres Klimakonzept und können so viel effizienter sein. Aber kalt ist die Luft ja nicht. Ja. Wir haben insgesamt 20 Grad im Schnitt, die nach oben reingepumpt werden. Das liegt daran, weil sonst Wasser kondensiert im Server und es so zu Ausfällen kommen kann. Und deswegen gehen wir mit einer regulierten Temperatur rein, mit einer trockenen Luft, die dann nach oben gepumpt wird und so nichts mehr kondensiert. Und jetzt haben wir 2 solche Schränke. Warum ist das so? Die 2 sind dafür da, dass wir Redundanzgründe haben. Das heißt, falls eine ausfallen sollte, haben wir immer noch die andere, die den ganzen Raum gekühlt hält. Aber diese ganzen Energiesparprojekte sind ja bei uns in diesem Projekt Plasma gesammelt. Wenn ihr jetzt mit diesen Maßnahmen, die du uns heute gezeigt hast, durch sind, seid ihr dann fertig? Nee. Wir sind noch lange nicht fertig. Also wir haben tatsächlich die Ambition und das Ziel, bis 2025 im Vergleich zu 2017 um 95% CO2 einzusparen und unseren Footprint dementsprechend zu reduzieren. Wir sind zusätzlich durchgängig mit den Systemherstellern in Kontakt, dass wir auch, wenn kein Kunde und Zero Load auf einer Seite vorhanden ist, dass wir dann auch keine Energie verbrauchen. Und das ist unsere Vision. Das ist eine super Vision. Das werden wir auch im Auge behalten und wieder über diese Maßnahmen berichten. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Der Saber wird mir bei der Beantwortung der Fragen
Fragen helfen. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.